Hey Leute, das ist ganz Hyam, willkommen bei WTN Germany. Sarah Herron und ihr Mann haben einen tragischen Verlust erlitten. Die Kandidaten der US-amerikanischen Version des Bachelor gab im September des vergangenen Jahres ihre Schwangerschaft nach einer einjährigen In-vitro-Fertilisation bekannt. Doch die Freude hielt nicht lange, am 28. Januar kam der Sohn von Sarah und ihrem Mann Dylan Brown nach gerade einmal 24 Wochen und damit 3 Monate zu früh zur Welt. Nun ist das Frühchen gestorben. Am Mittwoch teilte die 36-Jährige einen herzzerreißenden Instagram-Post, in dem sie den Tod ihres kleinen Jungen bekannt gab. Am 28. Januar, im Alter von 24 Wochen, wurde unser wunderschöner Sohn Oliver Brown geboren, begann sie in der Bildunterschrift. Er ist kurz darauf. Hey guys, this is Ghanshyam. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.